Hallöchen, liebe Zuschauer, hier geht es gleich weiter mit dem Spiel Amnesia. Wir hatten ein, ja, ich würde mal sagen, Mr. Hislon im Vorstadium entdeckt und, ja, wir wurden auch von einem roten Licht in diesem Raum hier total erschreckt, damit hätte ich nicht gerechnet und, da ging es nicht weiter, da wussten wir nicht, wo, wie und wo es weitergeht, also müssen wir hier wieder raus. Und ich hoffe echt, dass... Danke für diesen Schrecker, mein liebes Lieblingsspiel. Und noch einmal... Gut, hier waren wir, da vorne waren wir, da vorne sind wir gekommen und wurden umgebracht. Bleibt noch dieser Raum hier. Wo sind wir hier eigentlich? Gott, überall Gas. Und die Tür ist ein Spalt offen, das... Wow, Stargate Atlantis hier. Jawoll. Ja. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Gut. Wow, das macht ziemlich einen Schaden. Okay, da schaffen wir Abhilfe. Uns geht's richtig gut. So. Ja, ich habe bis jetzt noch keinen Kugelteil gefunden. Das ist doof. So. Warum sind eigentlich diese großen Tore immer versperrt? Am Anfang war es versperrt, hier ist eins, das ist versperrt. Okay, Mann, Alexander, mach mal nicht so einen Stress hier. Mann. Okay, Kugelteile, wie sehen die denn aus? Wenn ich das wüsste, dann wäre alles einfacher, ja? Ich meine, ist hier irgendwas? Nein, dahinter ist nichts. Hier ist generell überhaupt nirgendwo irgendwas. Mann. Die Wunschlampe, die kann uns die Teile auch nicht geben. Ist ja wie bei Dragon Ball. Finde die Teile von der Kugel und erfülle dir einen Wunsch. Mann, ich will da nicht mal rein. Ich will, dass Alexander stirbt. Fertig, aus. Mann. Okay, der Altar ist dort und ich kam von da. Also muss ich wieder hier hin. Keiner von der Heslon-Armee... Da? Was war das für eine Stimme? Nein, da ist nichts. Verdammt. Hauptschiff. Moment mal, wir sind auf einem Schiff. Naja, was auch immer. So. So, dann sind wir auch schon wieder. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Okay, ich habe keine. By me, I'm the next best thing. Alexander really might have none other than Johann Reyer. You've never heard of Johann Reyer? My God, boy. His brother is the greatest man in history. And you don't know him? Ja, wahrscheinlich das zweite oder eher, ne? Gut, da vorne ging es nicht weiter, müssen wir wohl zurück. Aber wir kommen hier raus.
Gut. Hier ging es irgendwie auch nicht weiter. Auch wenn ich gerne ins Labor gehen würde. Wobei, Teer, können wir das teeren? Nein. Schade, Gut, wo sind wir? Ah, ja. Dann gehen wir mal wieder hier die Treppe hoch. Dezent und elegant mit der Lampe in der Hand. Boah, wieder ein Reim, ey. Hier, boah. So, hatten wir die Tür damals zugemacht oder offen gelassen? Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, lassen wir sie offen. Und hier war Schluss. Hier rührt sich's nicht. Und wenn sich da jetzt auch nicht rührt, doch, hier rührt sich was. Wie geht's da weiter? Gut, machen wir hier mal die Lampe an. So, und da ist ein Schalter. Ein mysteriöser Schalter und yay und night of August 1839. I can't stop sweating and shaking. The hoarding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. Ja, und so, okay. Es funktioniert nicht. Ups. Gut, der wird genauso wenig funktionieren. Toll. Ja. Schön. Bringt mir jetzt auch nichts hier. Bin hier total planlos unterwegs. Gut, vielleicht können wir das Teer benutzen hier. Nein. Von da komme ich. Da ging es nicht weiter. Haben wir noch Sprengstoff? Schade. Weil sonst hätten wir es wieder aufsprengen können. Das wäre auch lustig. So, dann gehen wir hier wieder hier lang. So, hier, da müssen wir runter. Kann man vielleicht irgendwie abkürzen. Höp. Oh. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Gut, schauen wir mal hier, ob irgendwas hier ist. Woho, es läuft sogar diesmal lagfrei bis jetzt. Finde ich echt gut. So, da ging es nicht lang. Dann müssen wir hier lang. Und da kommen wir wieder zu unserem Freund. Ich weiß ja nicht mal, wo man die Maschine reparieren soll. Haha. So, wie kommen wir hier hoch? Funktioniert sie jetzt wieder? Oh Gott, ja, stimmt was nicht. Ah, okay. Hör mal auf zu labern, ich rede jetzt. Halt, stopp, jetzt rede ich. Geht doch. Gut, die zwei... Würdest du mal die Klappe halten? Mein Gott, ich lasse dich gleich wirklich hier, Mann.
Gott, Gott, Gott. Gut, dann wieder nach oben. Probieren, ob die Schalter jetzt funktionieren, weil ich habe ja so ein Zahnrad verschoben. Und jetzt müsste es eigentlich, eigentlich wieder gehen. Und die Schalter, die dürfen dann für... Redet denn da nicht das? Na gut, ich rede im Let's Play, das stimmt. Mann! Aha! Sagte ich Musik an? Wohl eher nicht, ne? Gut. Dann wieder zurück. Ja, heul doch, Mann. Nicht mein Problem, dass du hier bist. Was zur Hölle? Soll das eine Drohung sein, mein werter Herr? So. Ist immer noch zu. Schade. Ich dachte, da wäre jetzt so ein Zombie durch. Wenn du jetzt von deinem... Gut. Wieso hast du mir nicht einfach gesagt, dass ich die Tür aufmachen muss? Mann. Gut, gehen wir zuerst links. Gut, eine Schlaufe, eine Kurbel. Yay! Es geht nicht weiter, verdammt. Na gut, uns fehlt sowieso ein Eimer, weil... Ah, Moment mal. So, haha. So, dann wollen wir mal. Hol dir dein Fresschen. Hol es dir. Okay, okay, okay. Ah, Gott. Komm. Es lässt sich nicht drehen. Jetzt lässt es sich drehen. Ich bin gespannt, was da ist. Nichts. Nur ein Knochen. Tja, jetzt wurde ich angeschrieben, ob ich was aufnehme. Entschuldigung für die... Nein. Ich schreibe ihm jetzt nicht zurück. Ich nehme einfach weiter auf. Jetzt haben wir immerhin einen Knochen. Mann, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das auch selber gefressen. Ich meine... Der arme Daniel, der hat noch überhaupt gar nichts zu essen hier gehabt. Der hat nur irgendwelche Antibiotika genommen. Die ganze Zeit. Tja, scheiße. Ein großer Raum. Sieht aus wie eine Arena. Sieht nicht gut für mich aus. Tja. Gut. Wie schaut's aus? Soll ich hochgehen oder? Ja, komm, gehen wir zuerst hoch. Geh, Mann. Gut, rennen wir halt. Oh, wer ist denn der werte Herr? Hey, der sieht ja noch normal aus. So, ein Zimmer mit Beleuchtung. Endlich mal wieder was Tolles. So, eine Schnur. Notizen zur Folter. Ja. Mhm.
Okay, ich kann hier. Okay, fesseln und dann Foltermethode. Gut. Wenn die mich jetzt zwingen, irgendjemanden zu foltern, dann wird das Spiel noch kranker, als es jetzt schon ist. Gut. Öl auch aufnehmen. Ist hier sonst noch was Besonderes? Kling, ping. So, dann würde ich sagen. Was zur Hölle redet hier? Und diese Musik, das macht alles noch düsterer. Tja, jetzt gehen wir hier in die Tür rein. Nein, hier ist dunkel. Ich stelle mich in diesen Kreis, wie bei Superstar, DSDS. Und, bitte euch, mich zu abonnieren. Like dieses Video, wenn euch diese Folge gefallen hat. Kommentiert und ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr es guckt. Viel Spaß. Ciao.